zum Telefon da hinten. Kann ja auch nichts passieren. Zum Beispiel dann nochmal gucken. 5, 7, 11. 5, 7, 11. Hello. Hello. I'm not sure if this line. Oh. Okay, jetzt haben wir sie weggeklatscht, aber ist egal. Ich habe dir eine Schachtel Brieföffner geschickt. Könnte in der Abteilung Distribution sein. Okay, wir kommen jetzt. Okay. Frage beantwortet. Checken wir mal, was hier so ist. Gehen wir direkt mal in den Tarnmodus. Okay, hier scheint direkt eine Wand zu sein oder so. Sieht safe aus. Joan. Aber nach links war Distribution, aber trotzdem gucken wir uns das hier an. In fremden Büros rumlungern. Hier, die ist abgeschlossen. Ne, komm. Da liegt da noch was drunter. Oh, ein Taschenrechner. Ah, das will ich nicht. Piep, piep, piep. Die neueste Technik hier, wie ihr seht. Dann gehen wir mal weiter. Das ist natürlich, wenn ich öffnen kann. Okay. Nikki Hortens. Ja, da waren wahrscheinlich alles mal Büros von irgendwelchen Leuten, die es jetzt nicht mehr gibt. Die hat uns hier sogar einen Brief hinterlassen. Nein, das ist von Philibert. Okay, ist jetzt viel um zu lesen. Natürlich schade, dass sowas nicht übersetzt ist. Ach, Kekse. Kekse! So, gehen wir mal weiter. Okay. Okay, die wird nicht böse sein wahrscheinlich. Der Typ sieht da so, die sehen so richtig depressiv aus. Yeah, yeah. Hallo! Oh, da ist ein Böser. Kommt der hier rein? Nein. Okay. Die Amber Martinez. Die Transformers. Okay, jetzt gucken wir uns mal die Sicherheitsstufe an. Ist 1. Also wir könnten hier rein. Aber ich habe da gesehen, da kann man auch hin. Trotzdem machen wir hier mal auf. Kommt aber wieder. Jetzt sagen wir, guck mal hier rein. Gucken wir mal, was da ist. Okay, von da kann man. Now the employee, this message is to remind you that your work here at Transcore is irreplaceable. Public works. Well, for the next five. Ja, wir müssen auf Distribution. Was da? Position. Da könnte man ja auch mal reingucken gehen. Okay, der ist nicht böse. Gucken wir mal ganz kurz, was da so zu sehen gibt. Okay, ich würde mal gerne in diese Schreibtischecke gucken, da hinkommen. Ha! Aber hier gibt es nur wieder so einen Stempel. Okay. Also eher uninteressant. Wir gehen weiter. Gibt es eine Postkarte, sehe ich gerade. Sieht bestimmt witzig aus, wie ich hier auf dem Boden krieche. Komm, wir versuchen mal da hinzukommen.
kann er uns von hier aus sehen, wenn er vorbeigeht? Oh ja, kann der. Der kann sogar sehen, wenn wir da so eine kleine Drohne haben. Natürlich übel. Ich will aber auch gerne wissen, in welchem Büro das ist hier. Da gibt es einen Lüftungsschacht. Das wär doch eine Alternative. Checken wir. Komm. Schnell rein da. Okay, sind wir im Ventilationsschacht. Da können wir sogar auch lang. Da was machen? Nee. Können wir hier was machen? Also wir müssen weiter nach da. Oh. Okay, gehen wir jetzt mal wieder nach hier. Also wie wir gesehen haben, wir müssen noch viel weiter in die Richtung. Distribution, okay. Hoffentlich kommt er jetzt nicht hier rein, der Typ. Wer hat das wieder für uns gewesen? Da kommt was. Zur Sicherheit schon mal so ein Teleportpunkt. Okay. Ah, nein. Komm rein da. Das ist gut, das ist gut. Gute Roboter, keine Bilder. Okay, jetzt müssen wir warten. Jetzt kommt er wieder. Left, right, left, right. Muss man natürlich zusätzlich aufpassen, dass man diesen Punkt halt nicht zersetzt. Wow. Hab ich mich erschrocken, ne? 1598, okay. Was hier ist? Ho, Messer. Kann man damit Roboter ausschalten? Das wäre natürlich cool. Das probieren wir jetzt mal kurz. Aber das würde ich gerne mit rechts probieren. Habe ich genug Platz vorne? Ja. Okay. Geht ganz gut eigentlich. Ah, der wird schwieriger, aber okay. Ja, wenn wir die gebrauchen können, packen wir uns die ein. Okay. Jetzt haben wir hier wieder was, aber wir gucken uns erstmal die anderen Sachen an. I love my job, I love my job, I love my job! Das ist schön für dich. 1598. Okay. 1598. Hi. So, the good folk of distributions have already distributed the knives. I mean, the letter openers to all the office supply rooms. Grab some on your way through to the cybernetics department. I know it seems a bit ominous, but it's the quickest path to the exit. Good luck. Okay. Wir sollen durch die Cybernetics gehen, um rauszukommen. Das können wir auch mal probieren. Das wäre ja da. Ich will jetzt trotzdem aber gerne nochmal da gucken gehen.
Man will ja auch was gesehen haben hier von dem Spiel, ne? Ja, so tippe ich auch immer. Der sieht so aus, dass er gar nicht weiß, was er tut. Okay, da passt wieder nicht für uns. Ja, dann versuchen wir mal durch die Kybernetik zu kommen. War nicht hier irgendwo? Ah ja, genau. Da war ja was. Okay, hier ist nix. Das sieht erstmal gut aus. Okay, sehr gut. Das können wir öffnen. Kann ich jetzt nicht mehr aufheben, also ich tue mal so einen Dartpfeil weg. Ha, okay, lieber eine Schere als ein Dartpfeil. Definitiv. Okay, weiter geht's. Okay, das ist der Flur vom Anfang, vom Vorspann. Jetzt müssen wir echt aufpassen. Ich weiß nicht, ob wir sowieso geschnappt werden. Okay, hier sieht nach wie vor gut aus. Haben wir ja, okay. Hier gibt es keinen anderen Weg. Das heißt, wir versuchen uns jetzt mal eine Schere zu schnappen und ja, wenn der Typ uns blöd kommt, gibt es die Schere auf dem Sack. So. Ha! Jetzt sind wir gewaffnet. Eine Pistole wäre mir lieber. Okay. Kommt da was? Hört sich ganz stark danach an, dass was kommt. Okay. Ich versuche mein Glück jetzt einfach mit einer Schere. Boom, Junge! Sehr geil. Okay, man kann sich wenigstens wehren gegen diese Typen. Und die Schere wieder mitnehmen. Geil. Da gibt uns ja ganz andere Möglichkeiten. Das ist eine Sauerei hier. Den guck mal. Konnte man da auch lang? Nee, okay, da kann man nicht lang. Das heißt, wir müssen hier lang. Auch nicht, okay. Warum flüstere ich? Das sind aber viele. Da sehe ich einen, da sehe ich was.
checken erstmal hier den. Okay, der ist freundlich. Nein. Ich würde sagen, wir gucken uns jetzt erstmal an, was da abgeht da unten. Sehen die uns durch die Glasscheibe? Ah, das ist eine ganze Straße. Okay. Attention, all human alert. Human employee 451 missing from designated workstation. Lockdown in effect. Military response effect. Report any lifelike behavior to HR. Lockdown in effect. Boom! Mal ganz kurz. Sieht erstmal gut aus, wir holen unser Messer wieder. Okay. Sieht auch gut aus. Fühlt man sich schon sicherer. Welcome to the Cybernetics Division of TransCorp. I just had a dream about robots. About robots making robots. It was beautiful. Okay, kommen wir jetzt nirgendwo lang, oder? Doch, hier lang. Definitely no trips to the can. Das ist ja gut. Seriously, no trips to the can. Frequent urination does not make a business sensation. So, müssen wir erstmal schauen. Okay, da brauchen wir die Karte für, eine neue. Da ist nix. Okay, da geht bis da. Ja. Dann soll er jetzt gleich mal kommen. Wow! Er kommt. This is a restricted area. Stirb! Wir gucken erstmal, ob jetzt noch was passiert. Okay, das sieht erstmal gut aus. Wir müssen unsere Waffen wiederholen. So, jetzt müssen wir eine Zugangskarte haben. Dann ist eigentlich alles okay. Greetings. Aber woher nehmen, wenn nicht stehlen? Euch tue ich nichts, ihr seid cool. Okay, das heißt, wir müssen nochmal hoch. Wäre cool, wenn jetzt hier irgendwo was liegt. Ha! Kann man die Einser jetzt weghauen? Ich weiß es nicht. Ich denke mal. Ansonsten müssen wir nochmal zurück. Da ist direkt was hinter, ne? Okay, man kann nicht wirklich reinsehen.
Ach du Scheiße. Das sind ein paar. Okay. Das wird, glaube ich, nicht so einfach. Aber wenn die hier vorbeigehen, können wir die direkt eine klatschen, oder? Kommt der hier rein jetzt? Bestimmt, oder? Alles gut? Nee. Aus. Okay. Waffe, Waffe. Ach, man kann die sogar hochheben. Okay, holen wir mal unseren Kram wieder. Messer ist, glaube ich, hier. Ja. Na, Schere können wir uns nicht wiederholen. Nützt uns auch nichts. Aber vier Messer reichen auch eigentlich. Man kann sie ja immer aufheben. Was blieb da hinten so extrem? Okay, da unten ist richtig Party. Da werden wir uns auch mit vier Messern nicht wehren können. Ja, Leute, ich würde sagen, wir beenden hier die Folge. Ich hoffe, euch hat die Folge Spaß gemacht. Och, halt doch mal das Maul. Ich hoffe, euch hat die Folge hier gefallen. Wenn ja, haut ein Like raus. Über ein Abo würde ich mich natürlich sehr freuen. Und ja, falls ihr irgendwas zu dem Spiel zu sagen habt, schreibt mir einfach unter die Kommentare. Würde mich interessieren. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.